always on. Das heißt, die ständige Nutzung des Internets, zum Beispiel durch unsere Smartphones, die Vernetzung, eben die immer Verfügbarkeit. Wie wir alle wissen, hat sich unser Internetnutzungsverhalten in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Vor 20 Jahren war nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung regelmäßig online. Ganz anders sieht es heute aus. Da ist fast jeder online und viele von uns sind sogar tagtäglich mehrmals online. Insgesamt hat sich dadurch auch das Mediennutzungsverhalten verändert. Vor 20 Jahren waren eben entsprechend, im Durchschnitt die Leute am Tag 6,5 Stunden damit beschäftigt, Medien zu konsumieren. Das ist ja auch schon sehr viel. Das Internet ist nochmal zusätzlich hinzugekommen und kompensiert jetzt zum Beispiel nicht etwas. Das heißt, wir gucken jetzt nicht deutlich weniger Fernsehen oder hören weniger Radio. Und mittlerweile liegen wir damit eben entsprechend bei über 10 Stunden, die wir tagtäglich mit Medien verbringen. Und deswegen ist klar, wenn wir so viel Zeit mit Medien verbringen, da prasseln ganz viele Informationen auf uns ein. Wir sprechen auch deswegen schon von einer Informationsüberlastung, weil eben so viel auf uns einstürzt an Informationen. Dieses veränderte Mediennutzungsverhalten kommt auch dadurch zustande, dass wir eben nicht mehr nur mit einem Desktop-PC oder einem stationären Computer online gehen, sondern auch vermehrt mit unserem Smartphone. Auch da haben sich die Nutzungszahlen sehr positiv entwickelt. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit ihr Handy nutzen, um ins Internet zu gehen. Tendenz natürlich wie in den letzten Jahren auch steigend. Und deswegen sprechen wir auch heutzutage von einer sogenannten Internetkultur. Das heißt, wir können beobachten, dass wir eine Durchdringung unseres Alltags durch eben diese Technologie haben. Das Internet ist quasi immer präsent und wir haben deswegen auch digitale Lebensstile und auch der Begriff Digital Natives ist deswegen weit verbreitet. Ja, also digitale Lebensstile, das sieht man daran, dass die Leute morgens beim Aufstehen direkt als erstes auf ihr Handy gucken, abends vorm ins Bett gehen, im Bett auch noch mal ganz schnell ihr Smartphone checken. Das Smartphone ist immer gegenwärtig. Dann stehen zwei Leute, die sich kennen, zusammen an der Bushaltestelle und senden sich kleine Nachrichten auf ihre Smartphones hin und her. Wenn wir uns jetzt eben vor Augen halten, jungen Leute von heute sind besser vernetzt und deswegen haben wir also auch zunehmend mehr Vergleiche, dass eben früher die Leute sehr auf sich fokussiert waren. Heute bekommen die sehr wohl mit, was die frühere Klassenkameradin in Passau treibt. Die kriegen eben mit, wenn die Leute was posten, wie die Einführungsveranstaltung beispielsweise in Passau war. Und deswegen haben wir auch diese zunehmenden Vergleiche und auch das steigende Erwartungsniveau oder Anspruchsniveau bei automatisch sinkender Zufriedenheit, weil natürlich eine Hochschule hier vor Ort dann nicht unbedingt damit mithalten kann und möchte. Früher die Leute, die haben Abitur gemacht in einer Stadt und sind dann weggezogen, sind zum Beispiel nach Passau, nach Linz gezogen und haben dann dort studiert, haben sich aus den Augen verloren. Heutzutage ist das natürlich so, dass junge Leute auf Instagram, auf Facebook miteinander befreundet sind und das auch noch bleiben, nachdem sie Abitur gemacht haben und woanders anfangen zu studieren. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, dass eine Linda, die beispielsweise jetzt in Essen studiert, dann auch noch weiterhin die ganzen Nachrichten und Posts von ihren Bekannten sehen, die beispielsweise in Passau studieren. Und deswegen haben wir zunehmend mehr Vergleiche und eben auch transaktionsübergreifende Erfahrungen, dass die Studierenden eben sehen, okay, die erste Woche in Passau ist so und so abgelaufen, ja, dann müsste die doch eigentlich hier in Essen auch mal so entsprechend ablaufen. Und das heißt, die sind natürlich dann auch bei steigenden Erwartungen automatisch ein Stück weit unzufriedener, weil sie eben diese Vergleiche mit anderen Leuten auch haben. Wir haben zudem aufgrund der gestiegenen Mediennutzung einen Zeitdruck. Ja, wir können uns vorstellen, dass immer mehr Informationen auf uns einprasseln und durch diese Informationsangebote haben wir letztendlich einen Zeitdruck. Und deswegen präferieren Studierende und junge Leute natürlich alles, was ihnen vermeintlich Zeit spart, wie beispielsweise Dokumenten-Lieferservices.
Präsenzlehre Plus, was wir an der FOM anbieten, ist im Endeffekt ein erster Schritt in diese richtige Richtung, weil das bietet ja auch die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, und zwar Studierende untereinander, aber auch Studierende mit den Lehrkräften. Und das ist natürlich etwas, was die jungen Leute wollen, weil sie dadurch, dass sie eben im Internet so stark jetzt mit ihren Freunden und Bekannten vernetzt sind, das eben auch auf die Hochschule übertragen und eben diese Erfahrung auch im Hochschulbereich machen können. Für die Lehre habe ich jetzt mal einen englischen Begriff mir überlegt, der diesen Trend Always On nochmal konkretisiert. Und zwar haben wir letztendlich Mobile Social Students. Das können wir dadurch beobachten oder dadurch daran festmachen, dass Studierenden vor und nach der Vorlesung, aber auch vor allem während der Vorlesung online sind und deswegen tatsächlich in der Vorlesung das Mobilfunk, das Smartphone nutzen. Als ich 2009 an der FOM gestartet habe, da war ich die Erste, die ein Smartphone hatte. Damals haben die Studierenden mir noch gesagt, ja mein Gott, Frau Naskan, ich will ja nicht wie Sie da dauernd erreichbar sein und den Druck zu empfinden, auf Nachrichten permanent reagieren zu müssen. Ich werde mir niemals ein Smartphone kaufen. Das hat sich natürlich drastisch geändert. Ich würde sagen, seit 2012 haben alle unsere Studierenden ein Smartphone. Und das beobachte ich auch in den Vorlesungen immer, dass man dann auch mittlerweile in 2015 die Smartphones ungeniert auf den Tisch legt. Das heißt, während man vorne einen Vortrag hält, sitzen die da zum Teil unverhohlen mit ihren Smartphones und tippen dort Nachrichten da drauf. Früher wurde das vielleicht noch unterm Tisch gemacht, so vor einigen Jahren. Mittlerweile ist das ganz offensichtlich, dass die Leute das eben machen, während der Dozent vorne steht. Ich als Dozentin, die natürlich jetzt regelmäßig bei den Studenten bin, da habe ich vielleicht ein größeres Nachsehen. Aber neulich hatte ich beispielsweise einen Gastdozenten da, der zum ersten Mal auch für die Leute eingeladen wurde. Das war ein renommierter Geschäftsführer. Und selbst dort haben die Leute ihm also keinen entsprechenden Respekt gezollt, sondern das Smartphone gezückt und sich dann Nachrichten zugeschickt. Ja, das ist deswegen positiv, weil wir den Studierenden dann beispielsweise auch 10 Minuten vor dem Treffen noch eine Nachricht per E-Mail schreiben können, noch nicht mal per SMS oder WhatsApp, die wir dann sogar dann noch von den Studierenden gelesen. Gleichzeitig geht damit natürlich aber auch einher die Erwartung der Studierenden auf uns, für uns Dozenten, dass wir ebenfalls schnell auf E-Mails reagieren. Die sehen ja auch, dass wir Dozenten auch beispielsweise ein Smartphone haben und das eben während der Vorlesung auf den Tisch legen. Und deswegen sind die natürlich dann ganz irritiert, wenn man als Dozent innerhalb von einigen Stunden tatsächlich nicht antwortet. Wir können also festhalten, Always On bedeutet eine zunehmende Vernetzung und damit natürlich auch eine zunehmende Transparenz. Das heißt, die Leistungen sind vergleichbar. Das, was an einer Hochschule in Passau passiert, wird verglichen, was hier in Essen an der FOM passiert. Gleichzeitig haben wir eben steigende Erwartungen an ortsungebundene Leistungen und auch zeitungebundene Leistungen. Das heißt, Studierende wollen immer mehr dann lernen, wann es ihnen eben entsprechend passt und auf die Art und Weise, wie es ihnen passt, weil sie das eben durch das mobile Internet auch vermittelt bekommen. Wir haben noch eine negative Konsequenz aufgrund dieses Always-Ons, und zwar sind das Audioaufnahmen im Hörsaal. Moment, sagen Sie, ja, Naskan, das ist doch verboten, wie Audioaufnahmen, das verstößt doch gegen Copyright. Wir sagen doch sogar in Management Basics, dass die Studierenden das nicht machen dürfen. Klar, das ist zwar unsere Kommunikationsschiene, aber die Studierenden wollen solche Medieninhalte haben. Die wollen Podcasts haben, um sich bei der Autofahrt zum Beispiel auf eine Klausur vorzubereiten. Und die machen das natürlich, weil wir auch einen mangelnden Respekt gegenüber Schutzrechten haben. Es geht den Studierenden darum, eben convenient Sachen zu lernen. Und dazu gehören eben Mitschnitte in Vorlesungen dazu. Und wir als Dozierenden kriegen das gar nicht mit. Die technologischen Entwicklungen sind dahingehend, dass kleine USB-Sticks tatsächlich Aufnahmen machen können und natürlich eben die Smartphones, die sowieso vor und während der Vorlesung genutzt werden. Dieser Trend
Always On hat aber auch positive Entwicklungen für die Hochschule, zum Beispiel in Form von Apps. Es gibt mittlerweile Apps, die genutzt werden können, um ein Meinungsbild der Zuschauer, des Publikums, der Studierenden einzuholen. So ähnlich wie bei Wer wird Millionär bei der Publikumsfrage, wo man dann schnell ein Bild über die Meinung bekommt. Man kann natürlich denken, Mensch, Frau Nassgrenz, Handys in der Vorlesung würde ich doch grundsätzlich verbieten als Dozierender, die würde ich einkassieren. Aber wir halten uns mal vor Augen, das sind erwachsene Leute, mit denen wir es zu tun haben. Und Studien zeigen auch grundsätzlich, dass Leute den Druck, den Zwang haben, ihre Nachrichten zu checken. Das heißt, wenn wir das denen vorenthalten und denen verbieten, sind die grundsätzlich unzufriedener mit uns, mit der Vorlesung und überhaupt der Studiensituation. Und deswegen müssen wir dieses Always On als Chance begreifen und verstehen, wie beispielsweise diese Apps sich das jetzt auch schon zunutze machen.